Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs Ringkrieg mit Isengard. Genau. Jetzt habe ich nur noch mal kurz alles hier gecheckt. Sieht gut aus, passt. Ja, willkommen zu 20 Minuten Nonstop-Action. Bam, bam. So schaut's aus. Das Fenster ist ein bisschen auch für Frischluft. In letzter Zeit bin ich gegen Mittag immer so müde. So müde wie ein Kleinkind machen Mittagsschläfchen. Aber das kann ich nicht mehr lange, denn in 2 Wochen geht die Uni wieder weiter. Oh ja, so schaut's aus. Da habe ich mir ja ein paar ganz tolle Schlachten übrig gelassen. Ach du Heilige. Ja, ja. Gehen wir erstmal mit dem Lurz da hoch. Was ist das? Fangorn? Glaube ich, Fangorn. Dann haben wir den Fangorn weg. Das muss ganz gut passen. Nach wie vor seid ihr alle angehalten und eingeladen, um am Community Clash mitzuwirken. So. Und dafür müsst ihr lediglich... Welchen Drachen nehmen wir denn? Spanienfall, Drachen beschwören, Drachenschlag. Ich glaube, Drache beschwören ist der Drache beschwören. Naja. Egal, ich mache das jetzt nach gut dünken und fertig ist. So. So. Der Lurz, der kann hier creepen. Gibt das eigentlich auch Geld? Ja. Ein Geld gibt es, wenn man da was tötet. Sehr schön. Besser als nix. Ein Geld ist besser als kein Geld. Und dann wollen wir doch mal kein ein Geld, sondern ein kein Geld. Damit wir wunschlos glücklich werden. So, der Blutrausch schon wieder vorbei. Hat es hier nicht irgendwo Armbrustschützlies? Doch. Piu, piu! Und tschüss. Ja, da rein zu rennen ist natürlich Selbstmord, ne? Ich glaube auch nicht, dass hier viel passieren wird. Trotzdem baue ich jetzt hier mal eine Urukrube und einen Wargbau. Einfach weil ich zufällig drauf geklickt habe. Aber an und für sich schaut das sehr, sehr gut aus. So. Der Baumeister stirbt. Die Urukai-Stufe 3 machen sich hier ganz gut. Oh, das ist böse. Da muss ich aufpassen. Letztens erst haben wir gesagt, ja, die KI, die flankiert nie, bla bla bla. Und jetzt schaut sich den Schwachsinn aus. Hätte ich nicht gedacht, aber so ist es. So, bald kann ich was ausbilden. Ja, das war dämlich, dass der jetzt dahin rennt. Eigentlich wollte ich das jetzt noch nicht. Da gucken wir doch gleich mal. Das wäre natürlich toll, wenn ihr hier richtig loslegen könntet. Ja, genau. Schön. Schön mit den Ballisten draufhauen. So. Ich meine, viel passiert hier ja jetzt gerade nicht, ne? So. Müsste hier eigentlich jetzt ganz gut ausschauen. Und haben wir gewonnen? Ja. Ich hoffe nicht, dass ein Bataillon gestorben ist. Dürfte nicht der Fall sein, aber das sehen wir gleich in der Übersicht. Sehr gut gekämpft. Wir müssten es in der Übersicht sehen. Ja, ich glaube, das hat gepasst. Schaut ganz gut aus. Und gucken wir mal weiter. Wo greifen wir als nächstes an? Wo kämpfen wir noch? Isengard. Habe ich da überhaupt irgendwo was?
Midlothlorien werde ich verlieren. Bruchtal. Dol Guldur könnte ich schaffen. Das wird nicht einfach, aber machbar. Ich versuch's aber erstmal hier. Belfalas, 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 Belfalas. Spam-Taktik. Ja, das könnte funktionieren. Vor allem, weil da nur Gothmog ist und keine Fellbestie. Geht. Geht. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten hinbekomme. Oh! Fupsi, das tut mir super leid, Jungs. Jetzt switch ich um. Jetzt lasst mich da mal gucken. Wie ich gesagt habe, ich bin saumüde. Aber es ist nicht so schlimm, man erkennt trotzdem noch was. Und das war nur eine kurze Schlacht. Ich hoffe, ihr könnt mir da verzeihen. Aber ich denke mal schon. Ihr seid ja alle lieb zueinander und zu mir erst recht. Hoffe ich doch. Wenigstens ein bisschen. Da könnt ihr mir diesen Fehler schon verzeihen. Schlimmer wäre es, wenn ihr jetzt gar nichts gesehen hättet. Dann hätte ich nämlich hier sagen müssen, okay, ich nehme alles nochmal auf. Aber das mag ich halt auch nicht. Ich hätte es dann gemacht. Aber so, denke ich, ist es gerade noch vertretbar. Ein bisschen zumindest. Naja. So. Hier nehmen wir den ganzen Kram ein. Und dann gucken wir mal, ob und wie hier was geht. Hat es hier nicht irgendwo noch ein Gasthaus? Doch, hier. Ich dachte, es hätte hier immer... Ah, hier kocht schon wieder irgendwer. Dauernd wird hier Zeugs gekocht. Gefällt mir nicht, dass es hier dauernd nach Essen riecht. Ist nicht so toll, ne? Ich dachte... Ah ne, da können wir drüber rennen. Ich dachte halt immer... Boah, jetzt habe ich den Faden auch noch verloren. Läuft ja gerade richtig gut hier. Ich dachte immer, es gibt 5 Gasthäuser auf dieser Map. Aber irgendwie... Irgendwie finde ich gerade nicht genug. Aber ich finde nur 4. Das ist irgendwie seltsam. Ich dachte immer, es hätte hier 5. Naja. So. Oh. Ja. So. Aber anscheinend hat sie nicht so viele. Du baust es dahin. Du baust es dahin. So. Naja, und dann riecht es auch immer noch so leckerem Essen. Ich kann gar nicht bestimmen, was es für ein Geruch ist genau, aber es riecht einfach gut. Irgendwas Gutes zum Essen ist. Das ist so mies. Ich weiß nicht, wer von euch das hat. Ich hoffe keiner, weil es ist echt fies. So Heuschnupfen. Das klingt immer so... so harmlos. Und es ist jetzt auch nichts Gesundheitsschädliches in dem Sinn. Also im eigentlichen Sinn. Was es allerdings bei mir jetzt zum Beispiel macht, ist... Ich werde so unglaublich müde. Also die... Es strengt den Körper an. Wenn er dauernd auf Abwehrreaktion ist. Also die ganze Zeit schießt der... Quasi gegen die Pollen, gegen das Blühzeugs. Die Augen tränen. Und diese ganze Müdigkeit schlägt sich nach und nach im Körper nieder. Wieder und wieder. Das ist dann wirklich, wirklich nervig.
Ja, das ist das. Und das ist dann gar nicht mehr so lustig. Jetzt schauen wir mal. So, da rein und dann umdrehen. Rennst doch weg. So. Ich mache jetzt hier wirklich nicht viel mehr als einfach nur rumspammen. Ah, weil viel mehr Verschiedenes kann ich gerade auch gar nicht machen, muss ich ehrlich gestehen. Aber das passt schon. Das gibt hier Geld. Ich kann hier gut rumspammen. Das ist ganz okay. Kann mich schön aufbauen. Das gefällt mir auch immer ganz gut. Die sind halt beide leider nur Level 1, die Wachreiter, aber oh, mit der Zeit wird das schon. Ich frage mich, warum ich. Ah, ist die Map so groß, dass ich bis 720 gehen darf? Scheint so, dass ich hier bis 720 Truppen gehen darf. Das ist dann natürlich sehr schön. Aber der hat ja doch so ein bisschen was, ne? So ein bisschen was hat er ja schon gebaut. Jetzt schauen wir mal, bauen wir hier noch irgendwie ein Sägewerk hin. Ja. Angeschlossen, angeschlossen. Und als nächstes kann ich dann mal ein Lager bauen, so eine Rüstkammer. Das wird dann gar nicht so schlecht. Vor allem, weil ich jetzt hier richtig Kohle machen kann. Hier, da, ja, da, wieso nicht? Hier hinten machen wir den da. Ich bin so gespannt auf diesen Patch 202. Ich will den wirklich mal ausprobieren. Feuerschiff. Was ne Verarsche. Wie uncool. Das ist ja mal ein riesen No-Go. Der spielt mit Schiffen. Pah, wie unfair. Ich will jetzt keine Schiffe bauen. Habe ich gerade null Lust zu. Aber das spielt auch keine Rolle. Der kann hier mit seinem Schiff durch die Gegend fliegen, wenn es ihm Spaß macht. Ich meine, ich renne ihm hier volle Kanne in die Hütte rein. Und das war's. Also der, ne. Froh wird der hier nicht mehr, der Gegner. Ich frag mich, wo sein Gothmog ist, weil der muss ja irgendwo sein, ne? Aber ne? Spielt der mit Schiffen? Wie heißt denn das? Fregattendingsbums? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich wahrscheinlich gerade volle Kanne im Gewinn bin. Ah, da hat's Grabenholt-Dingsbums. Ah ja. Nee, lass mal. Was könnte ich machen, wenn ich so einen Anlegeplatz habe? Das täte mich mal interessieren. Da möchte ich mal gucken, was der so kann. Schwarzes Korsarenschiff. Ah ja. Ja, gewonnen. Das war's. GG, Nori. Jetzt habe ich echt rausgeguckt, weil ich dachte, es regnet. Ich habe den Eisregen gecastet und draußen strahlender Sonnenschein mit ein paar Wolken. Schaut richtig nice aus. Habe mich voll gewundert, wieso höre ich, dass es regnet. Ist ja Schwachsinn, aber nee, das passt. Tatsächlich passt es sogar sehr gut. So, was macht man jetzt als nächstes noch? Ich probiere jetzt hier noch das Ding zu halten. Wird aber vermutlich eher nichts. Obwohl. Ich probiere es mal. Ich hab eine Idee. Die wird nicht klappen. Aber ich habe eine Idee. Hab eine Idee. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. So. Das brauchen wir. Das hier. Die da. Das. Nein.
So ist besser. Ich glaube, das ist besser so. Helden kann ich keine ausbilden. Zumindest starte ich mit ein bisschen Geld auf der Bank. Und ich habe hier hinten einen Schmelzofen. Dann gucken wir mal. Weil es gibt hier etwas, das wird zu Recht, aber immerhin sehr selten genutzt. Ach du Scheiße. Ja, toll. Das sind diese Kampftürme. Bringt natürlich nichts, wenn er gleich hier angreift und mir die Statuen kaputt macht. Dann kann ich auch nicht mehr schön hier günstig ausbilden. Das ist eine Gasthauseinheit. Was ist denn das? C. Okay. Schauen wir mal, ob und wie das was wird. Natürlich, wenn die hier durchs Tor rennen, ist das auch gelaufen, ne? Wie schnell die halt sind. Sauerei. Ja, ein bisschen hält das Tor noch, aber lang leider auch nicht. Sehr schlecht. Sehr schlecht. So, ich schick die jetzt da rein. In der Hoffnung, dass sich da irgendwas Nützliches tut. Und die anderen Abro-Schützen kontern dann hier die Speerträger. So. Verlieren will ich das Gebäude, das Tor eigentlich nicht. Deswegen probieren wir jetzt einfach mal. Ich probier's, ne? Ich versuch's. Und dann sehen wir mal, ob das läuft oder nicht. Aber der hat halt Rüstungen, ne? Was will ich gegen Rüstungen groß noch machen? Na gut, die Wolfsdinger, ja gut, die Kampftürme da, die besetzbaren, die bringen tatsächlich echt nichts. Also das ist zu Recht eine der sehr schwachen Burgen. Wenn jemand sagt, Bruchtal ist nutzlos als Burg, kann ich das nachvollziehen. Damit kann ich ja gar nichts anfangen. So, der sollte auf die Wölfe gehen. Gollum. Wo sind meine Speerträger? Oh Gott. Ja, macht gar nicht so viel. Macht doch sehr viel Schaden. Okay, das kann ich volle Kanne vergessen. Sorry, bei aller Liebe. Das, nee, das seht ihr ja auf der Minimap, dass da noch alles nachkommt. Das bringt gar nichts. Das hat so gar keinen Wert. So, was nehmen wir noch als Codewort? Als Codewort nehmen wir Kartoffelchips. Einfach weil ich heute ein paar gegessen habe. Supi. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.